Mal hin, Junge, sonst knall ich dich ab. Command, Team 4 have cleared Gate 12. Look directly at the officer when you reach the entry point. Boah, die sind ja alle mit Corona angesteckt oder was? Hallo? Erreiche das. Ich bin noch gar nicht fertig. Erreiche das Treibstofflager. Okay. Oh, hat der mich jetzt erschrocken? Ja, ja. Mich auch. Was haben wir denn da? Nutzlastgewehr. Okay. Considering the task, I think it's pretty organized. If we don't get on that ship because of this fuel depot side trip. Nice. Let's head out. Ach so, mich da rein. We are entering at the fuel depot, command. My team left a cache of explosive charges inside. Rig them up to the tanks. You're going to blow the depot? Blowing the depot will create a wall of fire between the mainland and the ship. Spread out and look for explosives. Schießen die ihn hin? Und was ist das für Blut auf dem Boden? Ach, da oben. Ah. Kommt mal mit, Jungs. Ich brauche Unterstützung. Kommt die denn auf einmal her? Hallo, beweg dich mal! Oh, scheiße. Jungs, wo seid ihr? Schießt mit mir! Ja, tut mir leid! Waren gerade so viele auf einen Haufen. Oh, Entschuldigung. Ah. Können die mal irgendwie einen Namen tragen oder so? Leute, schießt mal. Ich habe keine Munition mehr. Oh, fuck. Leute, noch Hilfe. Kann nicht mehr schießen. Mach die bitte mal tot. Ich muss mal ausweichen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich die Waffe hier wechseln kann. Moment, die Waffe? Aber die ist auch auf Null, ne? Ja, genau. Komm zu mir. Komm zu mir. Ah, was ist das? Find explosives. I'll get it set up. Okay, kommt mit. Gib mir mal Rückendeckung. Ich suche die nächste. Hinter euch! Hinter euch! Ihr Idioten! Oh, euer Ernst jetzt? Ich kann nicht schießen, das ist so kacke. Guten Tag. Ich muss jetzt mal die Ausweichtaktik machen. Normalerweise ist das gar nicht mein Stil, aber... Habt ihr sie jetzt alle mal abgeknallt? Ja, ihr seid sowas von der lahmarschigen Sorte. So, Moment. Platzieren. Das ist hier unten drunter, glaube ich. Kommt ihr runter? All units,
Wieso wird mir das jetzt unten angezeigt? Und tragen hier oben. Jungs, kommt mal mit mir mit! Okay, sie sind wieder da. Sehr schön. 4. Ah, ich kann mich endlich heilen. Musste ich mich überhaupt heilen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Also so komplett ohne Anleitung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen überfordert gerade, was ich eigentlich machen soll. Du weißt... Oh, hinter dir, hinter dir. Geh drüber. Knallt die doch mal ab, Jungs. Ich kann gerade nicht. Ich habe keine Munition. Oh. Tschüss. Aber ich verstehe nicht. Ich habe doch hiermit interagiert. Was ist denn die 4. Ladung? Die ist immer noch hier unten. Kommt ihr mal mit hier? Wir müssen da runter. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt hier Munition herkriege. Also ich meine, ich habe ja Munition zwischendurch mal geholt, aber... Jetzt habe ich... Big One is down. Sehr schön. Dann lass uns wieder nach oben gehen. Ich habe jetzt schon mehrfach hier Munition angelegt. Irgendwie muss ich die anscheinend wieder vorne holen jedes Mal. Oh, tschüss. Guten Tag. Hinter euch, ihr Trottel. I place the charge. Oh, das ist schön. Munition auffüllen. Reloading. Oh, geht's noch? Ich wollte über dich drüber springen, aber das ging nicht. Ach, die musst du länger anwenden. Ach so, okay. Ja, im Bett wäre nicht schlechter. Kein Thema. Oh, scheiße. Wie kann ich denen helfen? Los. I won't forget what you did. So, jetzt mal eben schauen. Ich muss jetzt wieder nach unten laufen. Found explosives. I'll get it set up. Kommt ihr mit hoch? Ich muss auf die andere Seite. Achso, ich kann nicht dauerhaft sprinten. I place the charge. Command, the explosives are set. Disengaging fuel lines now. Fall back and forward cover until the ship clears the dock. Yes, sir. And the sister at the dock. He'll bring you to the ship. Woohoo! We are close. Kommt ihr mit? All the other ports clear? Taniga Dam's four ships already arrived in Kamchatka. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich Bots sind, ne? Und ich da jetzt nicht irgendwelche Leute im Stich lasse oder so. Kommt
kommt der? Don't shoot! Get down here! What did I get? Come on, keep going. We got a boom! Loading fresh ammo! Da müssen wir die aufbauen. We got a report of a swarm coming in. A big one. We are the only thing between them and a ship. Are there others coming? We're it! Help us get this place locked down! Defense kit. Okay. Ich habe aber nicht viel Munition, das wollte ich nur schon mal gesagt haben. Okay. Kommen jetzt Wellen oder wie? So ähnlich wie in Seven Days? Ich hab doch keine Ahnung. Ich wollte doch nur ein Tutorial machen, Leute. Quiet here. Hallo? Auch kein Dickerchen, was hier reinkommt und sie sprengen möchte. Ach so, mit Kampf starten kann man das vorher. Ah, verstehe. Schwarm kommt. It has been an honor to serve with all of you. We should be proud of what we've done here. Scheiße. Oh, lauf doch. Ach, da kann ich nicht hoch oder was? Oh, fuck. Das ist nicht so günstig. Ja, schieß bloß keiner mal drauf. Ja, ich würde sagen, das war doch eine fantastische erste Runde, ohne Tutorial und ohne zu wissen, was wir tun können oder wie. Ja, also ich habe am besten Hilfe geleistet. Die meiste Nahkampftechnik habe ich nicht gemacht, weil ich auch keine Ahnung habe. Ich habe überhaupt kein Messer benutzen können, davon mal abgesehen. Ich weiß ja auch nicht, wie man es benutzen kann. Mir erklärt hier gar keiner was. Überlebenskünstler, naja, ich kann ja wieder nichts sehen, weil es alles so schnell ging. Ja. Also, so als Fazit schon mal zu der ersten Folge, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig scheiße, dass hier nichts erklärt wird. Ich meine, klar, man weiß normalerweise, wie man zielt und wie man feuert. Das ist alles nicht das Problem. Das ist ja eigentlich überall gleich. Aber ja, kann man zwischendurch noch Munition einsammeln? Kann man das nur an diesen Stationen einsammeln? Oder weiß ich nicht. Also das Einzige, was mal erklärt worden ist, oben rechts, was ich mitbekommen hatte, war dieser große, breite Kerl da mit den... Also dieser Selbstmordattentäter sozusagen von den Zombies, der sich da in die Luft sprengen wollte. Das wurde halt erklärt, aber das konnte ich ja während des Gefechts gar nicht lesen. Das habe ich dann im Nachhinein erst kurz lesen können.
Und das Spiel an sich finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist ähnlich wie bei Resident Evil, nur halt jetzt mit ja, wesentlich mehr Zombies und so weiter. Aber dass halt überhaupt nichts erklärt wird. Ich wusste bis zum Ende gar nicht, wie ich mich überhaupt heilen kann und alles. Das finde ich schon ziemlich scheiße gemacht. Also es ist auch, falls es ein Tutorial geben sollte, kann ich hier auch nirgendwo was finden, wie ich da reinkomme. Also falls ihr da genaueres wisst, schreibt es mir doch bitte, bitte, bitte in die Kommentare rein. Ich habe da null Ahnung von. Und ja, ich meine, ich habe Leute, die ich fragen könnte, weil es ja doch jetzt so einige spielen. Aber es wäre trotzdem schön. Also vielleicht finden sich auch noch irgendwelche anderen Tipps, die ihr vielleicht mit in die Kommentare schreiben könnt, weil ich jetzt gerade so ein bisschen überfordert war. Also gar nicht mal mit dem Spiel, auch nicht unbedingt mit den Zombies. Wobei, dass die so schnell waren, war schon abartig. Also so schnell ist ja kein normaler Zombie. Aber die Grafik finde ich sehr geil. Also für dieses Spiel, dafür, dass wirklich so viele Zombies kommen. Und das ist ja noch auf Stufe leicht. Es gibt ja da noch vier andere Stufen, wo dann natürlich noch wesentlich mehr Zombies dann später reinkommen. Dafür ist die Grafik doch sehr, sehr gut gemacht. Also ich denke mal, natürlich auch so gemacht, dass es halt eben nicht leckt oder so. Würde mich jetzt mal reizen, das auszuprobieren. Aber ich wollte es ja jetzt erstmal probieren auf Stufe 1. Ich gehe davon aus, dass ich das auch des Öfteren spielen werde, aber alleine denke ich mal eher nicht mehr. Also ich denke mal dann eher mit den anderen zusammen und dass dann immer wieder rauskommt, was man eigentlich machen kann und einer erklärt wieder was und der andere kann wieder was dazu sagen. Ja, dass sich das halt so aufeinander aufbaut, dass wir uns gegenseitig helfen können, überhaupt mit dem Spiel klarzukommen. Das überhaupt zu verstehen, was man da alles machen muss. Also ich habe auf die Tasten 1 bis 3 vorhin gedrückt. Da konnte ich dann, ich glaube, bei 1 und 2 die Waffe wechseln. Bei 3, also die Handgranaten habe ich gar nicht bekommen, komischerweise. Obwohl ich wohl 2 hatte. Und bei 4 konnte ich mich heilen. Also das habe ich dann am Ende des Spiels zumindest noch verstanden. Leider zu spät erst erfahren, dass ich so wenig Munition habe. Ja, vielleicht sollte ich das dann auch mal ausprobieren mit der Shotgun oder so. Also irgendwas mit einer. Mit einem Gewehr, denke ich mal, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Andererseits, wenn natürlich so Horden kommen, ist es auch einfacher, mit einem MG oder irgendwas einfach mal so quer durchzuziehen, weil die ja doch recht schnell umfallen. Also zumindest jetzt auf Stufe 1. Und ja, also ich finde es gut. Das kann ich so als Fazit auf jeden Fall schon mal sagen. Ich sehe auch, das ist so ähnlich wie bei Predator und so, dass es halt wohl so ein Ranking-System gibt. Ich denke mal, das ist so eine Art, ja, Ingame-Währung hier. Womit ich vielleicht auch noch andere Sachen kaufen kann, das weiß ich natürlich nicht. Ich sehe übrigens gerade unten steht, drücke bereit, um ein Solospiel zu beginnen, zu starten. Also ich denke mal schon, dass das Bots gewesen sind. Die sind natürlich auch irgendwann mal gefallen, weil sie nichts mehr machen können. Da musste ich sie dann hochholen. Das war auch gut, so konnte ich wenigstens ja, nachgucken, ob das stimmt, dass man die damit eh hochholen kann und so. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Bis auf halt, dass ich dann eine ganze Weile keine Munition mehr hatte und auch nicht wusste, ob jetzt unten noch irgendwas war, wo ich welche holen konnte. Ich glaube, später konnte ich da welche holen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich jetzt genau das nicht geschafft habe, aber bis zur vierten Folge sind wir immerhin gekommen. Und ich werde das auf jeden Fall in Zukunft auch weiterspielen. Nur wie gesagt, alleine denke ich mal eher nicht, sondern dann mit dem ganzen Team. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.